Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich habe gerade gesehen, dass ich hier, huch, lässt du mich bitte die Blöcke dahin platzieren, noch Blöcke hin platzieren muss. Und, kleinen Moment, ich muss noch mal ganz kurz raustappen. Ach, ich habe jetzt wieder richtig unprofessionell die Folge gestartet. Mensch, 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 Mensch. Es tut mir leid. Aber ich habe im Hintergrund Dinge gesehen, die Performance durchaus beeinflussen könnten. So, ich würde vorschlagen, heute fangen wir hier ein bisschen an zu terraformen und das alles hier ein bisschen anzupassen. Auch das würde ich ganz gern. Okay, so geht es nicht. Weghaben. Komme ich da ganz hoch? Hallo, lässt du mich bitte? Nicht? Okay. Dann wohl leider nicht. Dann müssen wir das irgendwie von oben machen. Aber dass wir hier das ein bisschen anpassen, dass wir einen hübschen Vorgarten hier bauen. Wird es jetzt gerade dunkel? Ach Mann, das ist wieder ein Timing. Das ist wieder Timing. So kennt man das. So mag man das. Ich würde es hier gerne auf verschiedene Ebenen machen, einfach weil es das vom Terraforming her einfacher macht. Wenn ich jetzt sage, hier, das hier ist die eine Höhe, da muss ich da hinten halt ein bisschen aufschütten und schauen, wie ich das mache. Und dann ist hier halt, obwohl, wenn ich sage, das ist abgestuft, dann kann ich ja hier das eigentlich wegmachen. Und die epische Musik im Hintergrund. Da. Denkt man gleich, es passiert irgendwas Episches. Die Sonne geht episch unter. Und sie ist weg. Sehr gut. Naja, dann hau ich mich noch mal ganz kurz ins Bett rein. Tagsüber arbeitet sich's doch besser, gerade wenn man von überall her von Zombies belagert wird. Ich würde logischerweise sagen, wir machen da jetzt nicht nur Felder, sondern auch einen Stall für verschiedene Tiere. So, Gegner sind nicht gespawnt, ne? War nicht lang genug dunkel. Offensichtlich. Ah! Außer aus der Höhle, da faucht es natürlich immer raus. Wenn wir sagen, wir ziehen hier. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Ich würde hier mal eine machen, dann können wir das hier ein bisschen erweitern. Dann ist es eben so abgestuft, dann kann man da auch so Wasserläufe durchlaufen lassen, die dann von oben nach unten fließen vielleicht. Das könnte durchaus ganz cool aussehen. Huch, habe ich mich da? Nee, da habe ich mich nicht eingebaut. So war die Natur davor schon. Ah, wie wir das hier anpassen, weiß ich leider noch nicht ganz. Und ich bin auch voll. So vielleicht? Und dann, oh, es gibt viel Erde. Es gibt halt nichts, was man. Es wäre voll cool, wenn man mit Erde irgendwie noch so Dünger machen könnte oder so. Wie man es halt aus Knochen, Bone Meal, nur dass es halt vielleicht nicht so gut funktioniert. Das war eine Fackel und keine Erde. Wow. Genius. Ich hab's drauf. Ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Doch, doch. Minecraft kann ich. Da muss man doch nur so Blöcke setzen. So, wie weit machen wir das? Na, schon ein Stück, würde ich sagen. So vielleicht. Na, dann ist es jetzt hier natürlich. Na, es war jetzt wieder klug gewählt, ne? Das kann ich. Das funktioniert. Blöcke setzen bin ich übrigens, habe ich das erwähnt, auch sehr gut drin. Blöcke setzen kann ich auf jeden Fall auch super. Das klappt immer. Na, dann machen wir das jetzt hier ein bisschen zu. Ich weiß auch nicht, ob wir das komplett gerade machen sollen. Schwupp, 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 schwupp. Ah, dann muss ich hier noch ein bisschen. Es ist jetzt halt auch nicht so spannend, ne? Da muss man halt Zähne zusammenbeißen und durch. Aber das geht auch rum, keine Angst. So, gib mir die Erde. Die können wir nämlich noch sehr gut gebrauchen. Huch, da kam schon wieder ein Stack zusammen. Zack, zack.
Zack. Zack, zack, zack. Wie weit fließt Wasser? Ich glaube 7 Blöcke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dass man das auch gleich irgendwie bewässern kann, ne? Das, ich muss auch noch an Wege denken, dass man da zwischendurch laufen kann. Und das ist jetzt natürlich zu lang, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt einer zu lang. Das wird am Schluss eh nicht klappen und ich werde es eh noch irgendwie zusätzlich mit Wasser auffüllen müssen oder so. Ich habe eh noch keinen Eimer. Habe ich genug Eisen da auf Tasche? Ich weiß es nicht. Und das dann... Ah, dann müsste ich hier das auch noch ein bisschen breiter machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar. Dann passt es ja sogar. Oh. Ah, nee, der Baum muss nicht weg. Ach, dann können wir das... Guck mal, wir können das hier direkt an den Teich anschließen. Oh, das sieht bestimmt cool aus. Oh, das sieht bestimmt cool aus. Wenn die Bewässerung halt hier vom Teich aus ausgeht. Das ist jetzt ein glücklicher Zufall. Kann man halt nicht alles bewässern, aber ich werde eh jetzt nicht erstmal nicht so ein großes Feld machen. Wie gesagt, da werden wir vielleicht da hinten noch irgendwo für die Tiere einen hübschen Stall machen. Dann können wir mal schauen, wenn wir hier... Dann müssen wir es natürlich, um das an die Natur anzupassen, auch... Da geht sie hin, unsere Schaufel. Zwei Blöcke breit machen da auch. Es reicht halt von der Bewässerung nicht ganz. Ne? Da müssen wir noch künstlich irgendwie nachhelfen. Machen wir ganz schnell eine neue Schaufel. Aber das kann schon cool aussehen, wenn es fertig ist. War gerade verwirrt, weil mein Crafting Table nicht mehr da stand, wo es immer steht. Ich muss mal ein bisschen hier, aufräumen. Ah, ich habe sogar 4. Das reicht sogar für einen Eimer. Mache ich auch, glaube ich, gleich. Die Samen kann ich da rein tun. Ah, die Blümchen habe ich da tatsächlich nicht drin, aber die habe ich drin. Euch habe ich da drin. Was habe ich denn noch da drin? Was ich wenn da habe. Sticks habe ich da drin. Eier habe ich da drin. Das passt erstmal. Halt, ich wollte erstmal den Eimer machen. Wunderbar. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Sonnenstand sieht gut aus. Kriegt mein Seal of Approval. Mein Siegel der Bestätigung. Leider ist der Teich oben nicht breit genug. Ich glaube, hier mache ich das auch noch eins kürzer. Das kriegen wir schon irgendwie hin und im Notfall machen wir halt irgendwie unten drunter und das Feld noch Wasser. Das funktioniert ja auch. Dann wächst das Zeug ja auch. Dass es halt aussieht, als ob es von dem Teich da bewässert werden würde. Vielleicht gehe ich da sogar noch eins runter da hinten. Damit das Wasser noch ein bisschen weiter fließen kann. Weil das ist jetzt echt... Ein cooler Zufall. Oh, das sieht... Oh, ich freue mich gerade so, dass es besser klappt als gedacht. So, dann... Wobei, wir können jetzt mal gucken, wie weit das Wasser fließt. Ah, es fließt immer noch. Hier fließt es nicht mehr weiter. Das heißt, hier müssen wir dann einen runtergehen. Da, guck mal, das ist gar nicht so viel. Das ist fix gemacht. Zack, 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 zack. Ganz spannende Arbeit hier. Herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 2018. Heute
bauen wir ein bisschen an unserem Feld rum. Denn unser Traktor hat gerade leider keinen Sprit. Ich brauche jetzt halt wieder... Wisst ihr was? Ich baue mir noch eine Crafting Table. Die haben wir bald über die ganze Welt verteilt. Und wir gönnen uns. Seht ihr das? Oh, ich habe keine Sticks. Seht ihr das? Wir gönnen uns eine Eisenschaufel. Wenn das nicht die härteste Gönnung ist, die ihr im Leben gesehen habt, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich euch leider auch nicht weiterhelfen. Das ist doch mehr, was ich hier abbauen muss, als gedacht. Aber falls ich irgendwann mal Lust habe, ein eigenes Gebirge zu bauen, dann habe ich genug Erde dafür. Einen eigenen Kontinent da draußen auf dem Meer. Oder da draußen auf dem Meer. Der Erdvorrat ist auf jeden Fall da. Kann man dann von Grund auf aufschütten. Aber selbst die Eisenschaufel hält nicht sonderlich lang, gell? Geht auch mega schnell kaputt. Und dafür habe ich Eisen verschwendet, unfassbar. Obwohl die Eisenschaufel ja wesentlich schneller ist, tatsächlich. Aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen zu viel abbaue. Und dann können wir hier auch alle drei gleichzeitig. Und das sagt nochmal einer, Männer können nicht multitasken. Das. Hiermit wäre das Gegenteil bewiesen. Das wäre irgendwie voll cool, wenn der Teich da auch noch so einen Zufluss hätte. Wenn da von woanders noch das Wasser herfließen würde für den Teich. Das wäre tatsächlich sehr cool. Aber ich glaube, das wäre nicht so einfach zu machen. So, dann schaffen wir hier mal noch schön rein. Hier habe ich schon. Wunderbar. Und wieder geht die Sonne unter. So, das dürfte soweit passen. Das heißt, wir hauen uns jetzt aufs Ohr. Und wie ich mich glücke, ist es wieder zu spät und es ist alles voller Monster. Ende. So, einmal aufs Ohr. Weh. Warum auch immer der W im Chat stand. Ja, die Frage ist halt, von wo soll das Wasser da reinfließen, ne? Oder ob man da drüben vielleicht noch einen künstlichen Teich anlegt, aber ich krieg das wahrscheinlich nicht hin, dass der künstlich aussieht, ne? Oder vielleicht... Oh, ich habe eine Idee. Wow! Und wie immer, wenn ich sterbe, ruckelt es erstmal tierisch. Wow! Das ist jetzt nicht passiert! Hallo Spiel, kannst du bitte wieder flüssig laufen? Das ist jetzt nicht passiert! Meine Spitzhacke, da ist meine Spitzhacke. Du darfst jetzt. Fang dich bitte wieder ein, Spiel. Ich hatte gerade schon die Idee vor meinen Augen und dann war das Spiel so. Irgendwie. Da stirb. Mir das so. Moment. So, die setze ich gleich wieder drauf. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, da müssen wir das natürlich ein bisschen anders lösen.
Ach komm. Wir, was soll der Geiz? Und das Wasser kurz von hier drüben. Hier dürfte ja genau kein Loch entstehen. Moment, es gibt neue Rezepte mit Wassereimer. Was entsteht denn mit Wassereimer? Kann ich irgendwie, wenn ich jetzt da drauf drücke, sehen, was ich aus Wassereimer... Nee. Nee, keine Ahnung. Aber das wollte ich machen. Ah, das war dumm. Ich muss ganz kurz nochmal... Da ist übrigens auch die Eisenschaufel schon kaputt. So, einmal. So wollte ich das nämlich. Dass es so aussieht, als ob das so eine Quelle im Berg wäre. Stelle ich mir auch sehr hübsch vor. Wenn ich da rankomme. Dankeschön. Das mache ich ja von oben eh wieder zu. Das heißt, es sieht jetzt tatsächlich auch so aus. Und ich mache mir kurz eine neue Schaufel, weil... anscheinend dieser ganze China-Schrott heutzutage zu nichts mehr zu gebrauchen ist, ne? Am besten mit einem guten Cleanstone, ne? Das ist... super Idee. Dumdaro. Super Idee. So, ich hoffe, das reicht von der Weite. Warum auch immer das Wasser jetzt so komisch ausschlägt und das andere tat es ja nicht. Da müssen wir halt drauf aufpassen. Aber wenn man Bescheid weiß, dann ist das ja alles nicht so schlimm. Dann können wir da ja ein bisschen vorsorgen für. Das hat vielleicht was mit der Weite zu tun, die das Wasser fließt. Und hier das Wasser kann man dann ja... keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel, wenn wir hier noch... oder? Eins, zwei... wie weit fließt das Wasser denn? Es fließt ganz offensichtlich weiter als 7, wenn wir hier den Schnitt nach unten machen würden. Wie weit wäre das? Ja gut, hier kann man ja dann ein bisschen abkürzen, wenn man sagt bis hier, dann... So. Was wäre das? Komm. Machen wir, dann haben wir mehr Freiraum, dann mache ich das jetzt auch alles noch diese Folge. Dann wird die Folge jetzt halt wesentlich länger als die anderen. Aber dafür habt ihr in den anderen Folgen dann wieder ein bisschen mehr Action. Dann wird da ein bisschen mehr gebaut und jetzt wird hier halt nur Erde geklatscht. Dann können die, die da keine Lust drauf haben, ja die Folge überspringen. Und können in der nächsten Folge wieder was Gescheites sehen. Da geht sie hin, die nächste Schaufel. Und die Sonne steht am Zenit. Sankt Petersburg. Hä? Moment, was habe ich jetzt gemacht? Was? So. Das wollte ich und nichts anderes. Keine Ahnung, Mental Breakdown. Was das da gerade eben wieder war. Da hat mein Kopf halt gerade minimal ausgesetzt. Ist aber auch normal bei dieser extremen Mehrfachbelastung, ne? Kennt man. Kennt man. Man muss spielen und dabei kommentieren. Mal den Baum hier, den lasse ich sogar auf so einer kleinen Insel stehen. So. Das vielleicht ganz cool aus. Ich stelle mir das ganz cool vor. Ob es im Endeffekt dann tatsächlich cool aussieht, man weiß es nicht. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hui. Erde klatschen ist mein Hobby. Und was macht ihr in eurer Freizeit? Ja, ich drücke gerne stundenlang auf meine linke Maustaste und baue Erde ab.
und rede dabei mit meinem Computer. Ja, das klingt aber nach einem spannenden Hobby, Peter. Wenn ich erwachsen werde, möchte ich auch Landwirt werden. Der Landwirtschaftssimulator ist mein Lieblingsspiel. Und dann stelle ich mich auf mein Feld und dann drücke ich meinen rechten Zeigefinger nach unten und die nächste Schaufel ist kaputt. Na, das läuft doch. Kann ich nicht? Warte mal, ich mach mal was. Das ist jetzt mein... Moment. So. Halt, ich habe noch mehr Erde, die ich da reinpacken kann. Das müsste es gewesen sein. Es ist jetzt Schrenjamins geheimes Erdlager. Der da ganz dreist seine Erde in unserem Keller lagert. Es ist natürlich nicht mein Erdlager. Und dann können wir jetzt hier auch in Ruhe weiter Erde aufsammeln. Ich werde in Zukunft irgendein Projekt haben, für das ich viel Erde brauche. Und dann werde ich mich richtig ärgern, hier die Erde nicht aufgehoben zu haben. Und dann despawnt die und dann ist die ganze Erde verloren und dann muss ich irgendwann anders Erde kloppen. Einfach weil ich wieder nicht mitgedacht habe. So, dann haben wir das gleich auch geschafft. Warum ist da... Moment. Das muss ich überprüfen. Da ist noch ein Block zu viel. Oder ist auf der anderen Seite jetzt einer zu wenig? Auf der anderen ist jetzt einer zu wenig eigentlich. Ah. Na gut. Was soll's, ist eh die letzte Ebene. Huch. Zack, 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 schwupp. Schwurbelwupp. Oh, und dann können wir das machen. Ach, guck mal, vielleicht können wir das ja dann, wenn wir die Flüsse hier unten dann auffüllen, dann gucken, dass die da hinten ins Wasser fließen. Da können wir hier halt gucken, dass wir hier mit Wasser das Ganze dann auffüllen. Das ist dann bis da hinten. Aber das sind Pläne für die Zukunft. Ich möchte das Erdegeklatsche jetzt erstmal fertig bringen, dass ich die Folge beenden kann. So, genau, da habe ich auch noch ein bisschen. Du sollst da runterfließen, Wasser. Fließe! Dann geht sie hin, die Schippe. Gut, dann würde ich sagen, um den Rest kümmern wir uns dann aber beim nächsten Mal. Gerade da noch vorschippen. Uff! War das ein Spaß. Hurra, hurra! Die Erde ist geklatscht. Sie ist natürlich auch ein bisschen asymmetrisch, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Es sieht cool aus. Vielleicht mache ich da noch so eine Art Brunnen draus, dass ich das mit Stein verkleide. Wie so ein Wasserspeier oder so. Mal schauen. Aber ich würde sagen, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.